Hey Leute, herzlich willkommen. Wir zocken heute nochmal eine Runde Uncharted 4 Multiplayer, Part Numero Dru. Und ja, wir zocken jetzt klassischer Modus auf Insel. Und ich habe Flynn genommen, weil ich den lange nicht mehr hatte. Und ich habe meine Kamera jetzt ein bisschen umgebaut. Also die liegt jetzt halt hier auch mein Sessel nebenan, damit ihr mich auch gut versteht. Und ja. Gut, hoffentlich bin ich etwas besser, aber ich spiele jetzt meine erste Runde. Dazu machen wir eben kurz mal. Nee. Rodeo, Notstärke. Machen wir eben kurz ein wenig runter. Ja, okay, cool, wird direkt angegriffen. Ja, ich muss das eben mal kurz einstellen, sorry. Habe ich gerade voll vergessen. Wo war ich nochmal da? Weil ich habe gehört beim Schneiden, dass ich ein bisschen leise bin. Und ja, egal, dann haben sie jetzt halt schon Kill, aber es ist wurscht. Und ja, deswegen habe ich das jetzt mal so eingestellt, damit ihr mich auch einigermaßen hört. Und ich nehme wieder jetzt voll abends auf, wir haben gleich 0 Uhr. Irgendwie habe ich voll Bock, jetzt immer mal abends zu zocken. Macht viel mehr Spaß. Guck mal, da ist einer. Okay. Also, klassischer Modus ist auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Modus. Mein Lieblingsmodus. So, den mache ich jetzt. Ja, Wolski. Nice. Ey, das ist nicht. Da war. Ja, die Waffe. Ich glaube, es ist eine neue Waffe. Oder? Oh shit. Oh yeah. Erstmal ein K.O. Ja, da hängt ja einer. Läuft bei dem Digga. Wieder der abchillt. Okay, warte. 1, 2, 3. Keine Ruhe. Oh Mann, ich dachte, ich könnte da irgendwie wegkicken. Ja, aber so. Ich hasse so welche Leute, die immer campen, weil die nichts tun. Opfer. So, also das ist jetzt meine erste Runde, die ich jetzt gerade spiele. Ich habe es gerade angemacht. Also nicht immer, wenn ich wirklich scheiße bin. Und ja. Ich bin auf jeden Fall jetzt viel gechillter als gestern, das heißt, nicht mehr so welche Kraftausdrücke. Bin voll schlecht, Alter. Springt der da so vorbei. Und ja, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Uncharted kommen, weil ich gerade voll im Hype bin. Komm, den mach ich mit Pistole. Den mach ich mit Pistole. Da. Okay. Schade, ich dachte, ich hätte den jetzt getroffen. Wie sieht's denn gerade bei mir so aus? 2, 3 ist in Ordnung. Steht ja auch erst 12. Oh, Digga, macht der mit Damage. Oh, Digga, macht der mit Damage. Aber volle Kanne macht der mit Damage. Boah, ich dachte, der. Für die Granate verschwindet. Jawohl. Ey. Ich wusste gar nicht, dass es deiner ist. Ich dachte, er wäre mein Teammate. Aber anscheinend nicht so. Boah, das sind ja alle. Das sind ja alle. Leck mich am Arsch, das sind alle. Das sind alle gewesen. Was soll ich machen? Okay, die rasieren uns. Junge, Junge. Okay. Nee. Die Munition kann ich mal gerne nehmen. Ich würde mal jeder gerne die neue Waffe. Das ist, glaube ich, eine neue Waffe.
Okay. Jetzt ist die neue Waffe. Jawohl. Okay. Aber wir spielen gleich auf jeden Fall noch eine Runde Team Deathmatch. Ich nehme jetzt erstmal ein paar Parts auf. Ein bisschen vorbekommen. Oder nicht. Komm! Ne. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Meine Güte. Da ist einer. Oh, 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 jump! Jump! Nein! Und der Jump noch. Jetzt! Auch nicht. Leck mich. Leck. Okay, komm. Ausrasten. Nein. Nicht ausrasten. Okay, ich bin ja nicht Jump Broke, ne? Hashtag Jump Broke, bester Mann. Bei den Kern mega Flash. So, jetzt aber. Ja! Komm, wie viel Pech ich hab. Boah, ist das ein Opfer, Digga. Ist das ein Opfer? Ist das ein Opfer? Dann hat es schon so eine komische Granatenwerferwaffe. Und killt mich noch nicht mehr. Alter, ist das ein Opfer. Junge. Okay. So, Leute. Komme ich jetzt von hinten? Oh, ich habe mich noch nicht mal getroffen. Mann, ist das öde. Komm, das sitzt nicht. Ja. Komm, wie ungerecht das einfach ist. Mann, das Spiel ist ungerechter als FIFA. What the fuck? Was ist das für eine? Jo, kann ich hier aufnehmen? Okay. Wo ist mein Team? Da. Alle hat mich gesehen, ne? Oh! Deckung! Deckung! Boah, Junge, Alter, leck mich am Arsch. Komm. So. Okay, den juckt das einfach mal nicht. Nur der ist da. Mann, immer killt mich derselbe Kackhaufen. Boah, ich bin so schlecht, ne, gerade. Oh, 5-10. Aber der eine hat auch einen 7-3, das ist nicht gerade besser. Von jeder Seite oder was? Meine Güte. Hurensohn. Boah, ich kann doch nicht überall achten, Alter. Ich hab nicht 5 Augen. Ich kann nicht einmal da, einmal da, einmal da. Da bin ich voll auf. Mann. Ja, wolltest du. Das war sogar nur Score. Aha. Und von da wieder. Ja, ich sag's doch. Von überall. Von überall einfach nur. Aber jetzt hat es Sinn, erstmal nur Score gemacht. Ja. Okay, komm. Hauptsache nicht letzter. Ne? Ah, 7-12 jetzt halt noch. Weil der eine hat einen 8-16, Alter. Das ist echt heftig. Oder einer hat 18-5 oder 11-1 ganz gut gemacht. Okay, ich glaube, das können wir springen, das ist eher unwichtig. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt raus und zocken noch mal eine Runde Team Deathmatch, weil sonst wird der Part einfach halt zu kurz. Habe ich jetzt noch mal Audio?
Okay. Weil ich bin sonst einfach zu leise im Video, habe ich bemerkt. Es war einfach auf volle Pulle. Und deshalb muss ich das erstmal hier leiser machen. So lange können wir uns wieder an Chocolate TV angucken. Das ist mega cool. Top 10 Plays. Beziehungsweise Top 10 Plays. Mega cool. Also, das war richtig cool. Der trifft den einfach von da hinten. Trifft er den einfach. Crazy. Da hat er richtig Luck gehabt. Okay, wir sind diesmal wieder böse. Ja, wieder böse. Was soll ich nehmen? Na komm, ich nehme wieder die P90, warum nicht? Ich denke mal, wir nehmen... Komm, nehmen wir einfach mal Lazarevich. So. Los geht. Oh Gott, als wenn ich von Nico schon den Charakter sehe, ne? Boah, hoffentlich killt er mich nicht. Oh. Das ist so traurig, wenn er mich killt. Und wenn er mich dann auch noch auslacht, ne? Also spottet. Übrigens, wenn ihr von wenn ihr die Tasten Töne hört. Es kann sein, dass ich so fest drauf drücke. Ich weiß auch nicht warum. Komm her. Was verpisst dich denn? Lol, da ist ein Gegner. What the fuck? Oh, das ist der Bastard. Das ist der Nico. Komm. Danke, Kumpel. Ja. Komm, mal, komm. Okay, komm, verreck. Ich kann einfach nicht verrecken. Ja, jetzt kann ich verrecken. Wow, nützt. Guck mal, ich hab's gerade gesagt, ne? Und was machte der Käfig? Ich hab einfach so Pech mit dem Spiel. Puh, okay, ich muss ihn mal zusammenreißen. Einfach mal zusammenreißen, okay? Muss man einfach vorstellen, dass das Body Spiel oder Call of Duty. Wow. Verdammt! Ich wurde getroffen! Komm, jetzt verreck doch, du Bastard! Meine Güte! Boah, jetzt ist mein Team wieder so schlecht, ne? Also, 70% bin ich immer im Verliererteam. Ist wirklich so, ne? Oder 60%, das ist immer so. Immer ein Verliererteam. Guck, das ist halt bei mir so, wenn mein Team scheiße ist, dann bin ich auch automatisch scheiße. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, das ist irgendwie in mir drin. Wenn mein Team scheiße ist, bin ich auch scheiße. Okay. Da kommt einer. Okay. Jo, der rennt da erstmal eiskalt rein mit den hässlichen Haken. Ist da gar keiner, ne? What the fuck? Ja, ist gar keiner mehr. Da frisst man eine Granate. Natürlich verpisst er sich, weil er keine Eier hat. Es macht viel mehr Spaß, wenn ihr euch stärkt.
stirb. Boah, 2,15, Alter. Jetzt habe ich auf einmal wieder Gänsehaut. Warum auch immer. Die sind da, ne? Ja, bester Jump ever. Am besten ist es, wenn ich von hinten rumgehe. Ich sag's einfach. Die, was wichtig ist mit das Sturmgewehr, ne? Oder so, keine Ahnung. Boah. Ich komme da einfach nicht gegen an. Ich kann mir halt jetzt nicht die neueste Waffe kaufen. Die neuesten Waffen sind einfach OP. Oder dieses hässliche Sturmgewehr. Oder nicht so eine Pussy und rüste das ja aus. Komm, verbrennt, du Bastard. Meine Güte. Ja, Wolski, kleiner Wichser. So, immerhin ein Kill mal gemacht. Da war doch gerade einer. Und schon wieder der Hurensohn mit der hässlichen Sturmgewehrwaffe. Ohne Scheiß. Einfach keinen Bock mehr. Mann. So, den krieg ich. Boah. Der ist tot. Diese Unverschämtheit werde ich nicht dulden. Ich werde euch. Okay. Oh, mein Controller gerade vibriert hat. Oh. Deckung. Macht so blau. Ich finde euch. Hier kommt was. Okay, fuck. Okay, komm. Nein! Ich komme einfach nicht von dem Blick mehr los. Immerhin. Der eine hat noch nicht mal einen Kill gemacht und erstmal 4 Tode. Ich wette, einer kommt gleich wieder von hinten. Ich wette, einer kommt gleich wieder. Ich wette einfach, dass gleich von hinten kommt. Haha, du Opfer. Du bist hier weg. Ist da? Oh, ich dachte, das wäre ein Gegner. Da schimmelt da einer. Nein, da ist keiner mehr. Nein! Boah, ich dachte, der würde hier entziehen. Oh yeah.
Fehlt noch 100 Dollar. Noch 100 fucking Dollar fehlt mir. Boah, bin ich sein Lebensretter oder was ist los? Nee. Ist er schon wieder down? Darf doch nicht wahr sein. Der Typ ist sogar zu unfähig, um wegzurennen. Boah, ich muss hier weg, Alter. Nein. Run. Boah, wenn er mich so gekillt hätte, ne, ich wäre ausgerastet, ich schwöre. Ich hätte meinen Controller gegen die Wand geworfen. Nein, kann ich mir das Teil jetzt wieder kaufen? Lecken. Oh, die kommen von da, die kommen von da. Das sind die typischen Dinge. Ja, und verloren. Ganz ehrlich. Fuck you. Ich würde sagen, weil das jetzt so richtig scheiße lief, ich packe einfach jetzt nochmal eine Runde dran. Dann war es jetzt auch für Part 3 erstmal. Weil dann nehme ich halt noch weitere Parts auf. Sonst wird das Video einfach, viel zu lang. Und ich möchte immer höchstens so eine halbe Stunde machen. Oder aller höchstens 40 Minuten. Finde ich, weil sonst guckt sich das da keine Ahnung. Ich finde, sonst würde ich mir auch nicht angucken, so ein langes Video. Aber weil es halt jetzt so scheiße lief und ich auf jeden Fall neue Lobbys suche, spielen wir nur an meinem Königreich, das war eigentlich ganz in Ordnung. Und diesmal spielen wir mit der AK. Ja. Okay, diesmal mit der AK. Und wir spielen mit Ramses. Du musst noch viel lernen, Freund. Da ist einer Musch. Alles klar. Auch nur das Spiel schon am Laufen. Ja, egal, dann ist auch die Folge kürzer. Alles klar, hier typisch als Medizin. Ja, toll. Danke. Was nehme ich? Und verkehrte Seite. Leck mich am Arsch. Verkehrte Seite. Ja, okay, ich hätte die eigentlich auf dem. Ups, ich hätte die eigentlich auf dem Turm stellen sollen. Das wäre nicht selber gewesen. Das ist eine Mine. Ich bin eine Mine dran. Komm! Ich hasse dich. Ah, ich wusste, dass der Typ das machen wollte. Boah, ich dachte, der springt vorbei. Das Coole ist, hier ist man eigentlich voll safe. Hier kann ich ein bisschen chillen. Oh, die kommen auch von. Oh, die kommen von überall. War doch gerade einer. Bin ich blind? Da ist doch einer, oder?
Was ist der dumme Alter? Sind wir da erstmal eiskalt raus? Ja, okay, ne? Sein Team war ja schon tot und dann hat er den Durchbruch gemacht. Schade, ich fass den Kill klauen. Hier gibt's einen Weg. Aha, okay. Die Map ist eigentlich voll groß, ne? Wenn man das so betrachtet, ist eigentlich voll cool. Ich renn doch rein, du Bastard! Du Bastard! Boah, der, okay. Überlegen, ein- und ausatmen. Ja, die machen Sniper-Battle. Voll geil. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Weißt du, ich spiel lieber gleich Rainbow. Ach ja, apropos Rainbow. Warum jetzt kein Part dazu hochgeladen worden ist, beziehungsweise ich konnte das halt nicht, weil glaube ich gerade hin, weil keine Ahnung, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich konnte irgendwie nicht aufnehmen. Also ich konnte halt spielen und sowas, aber ich konnte halt nicht aufnehmen und ja, keine Ahnung, was da jetzt los war, aber jetzt geht's halt wieder. Aber wie gesagt, ich konnte einfach nicht aufnehmen. Beziehungsweise ich habe halt aufgenommen. Habe auch geredet, pipapo, alles drum und dran. Nur es hat auch irgendwie auch nicht so gespeichert. Und da war halt nur so ein kleines Stück halt von übrig. Sag ich einfach mal. Und ja, dann war die ganze Aufnahme einfach im Arsch. Und so, ich dachte, ja, scheiß drauf. Deswegen komme ich gleich auch in der Rainbow und hole nochmal alles nach. Beziehungsweise das wird dann die Folge, die ich eigentlich machen wollte. Ich werde auch auf jeden Fall über Unge und das Geek hier reden, weil einfach nur geil. Das ist halt der Rassi. Komm mal. Oh, schon wieder von hinten. Leck mich. Ja, und von da. Hier, kommen die mit drei Mann an. Ey, der Typ hat mich nicht dran, Pink und Pink. Der Musch. Ich hab's genannt, der Musch. Leid zerstören. Ich freue mich schon riesig auf FIFA 18, dass ich mich voll bleibe. Ich habe auch halt ein Video dazu gesehen, da gibt es jetzt halt auch neue Sachen. Zum Beispiel, man kann jetzt, also halt vorher einen Wechsel machen. Das ist aber halt sowas, also zum Beispiel, wir nehmen jetzt Müller auf ein Video, da war Müller, der spielt ja. Aber man kann halt vorher einstellen, wen halt, also, ich kann das schlecht erklären. Wer halt Müller auswechselt und dann kommt halt, wenn Müller zum Beispiel vorbeigeschossen hat oder so, kommt dann halt so unten bei so eine kleine Sequenz. Hier, ob man jetzt halt Müller durch jetzt Hannes zum Beispiel austauschen möchte, dann muss man halt nur irgendwie R2 gedrückt halten und dann am Schluss X drücken. Also es ist halt sowas zum Kurzauswechseln, da muss man nicht extra im Menü reingehen. Was ich übelst geil finde, weil das ist auch im Online-Spiel. Ich weiß nicht, ob das, aber ich glaube, ja, im Online-Spiel ist es natürlich. Ich weiß nicht, warum die sowas nicht vorher schon gemacht haben. Das ist für mich irgendwie, keine Ahnung. Da kommt es nicht. Ich verstehe nicht, das ist mega geil und ich freue mich riesig schon darauf. Der ist in meine Mine eingelaufen.
Und ich verstehe nicht, warum die es noch nicht in FIFA 17, FIFA 8, FIFA 18, wollte ich gerade schon sagen, FIFA 16 irgendwie drin haben. Das ist eigentlich voll schwer, ich will mal nie das hören, aber ich verstehe ich überhaupt gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr große Neuerung und ich habe auch schon, das war ja Ingame-Grafik bzw. Ingame-Gameplay und die Grafik sieht einfach richtig geil aus. Rami sieht richtig gut aus. Frontlinie sieht übelst gut aus, wie in echt. Marouba Lewandowski und Co. sehen einfach richtig gut aus. Also wie gesagt, ich hole mir ja schon die Icon Edition. Dann kann ich ja schon am 26. Parts dafür aufnehmen. Freue ich mich riesig schon für diesen Kanal, weil es wird auch hauptsächlich ein FIFA-Kanal werden. Ich heiße ja schon Tobi FIFA Games TV, also natürlich auch hauptsächlich FIFA. Und ja. Warum lief der Bastard? Kill. Wir haben gewonnen? Hä? Okay, wir haben mit einem Punkt gewonnen. Okay. Mit einem Punkt. Da hat man noch Glück. Ich freue mich schon mal riesig. Also am 26. werden. Ich denke mal so mindestens 3 Videos hochgeladen. Also einmal das Vorstellungsvideo. Also ich zeige dann das FIFA-Menü, alles. Ich zeige den Karrieremodus. Ich zeige die Ingame-Grafik zeige ich auch. Ich mache halt so ein kleines Spiel. Aber das wird jetzt kein richtiges Gameplay werden. Eher so ein halt Vorstellungsvideo. Also ich zeige halt alles drumherum. Alles, was neu ist und pipapo. Und ja, und dann wahrscheinlich Call of Duty halt noch, WW2, ich weiß nicht, ob ich es mal Release kaufe, aber das wird auf jeden Fall auch noch kommen, dieses Jahr auf jeden Fall auf, also 100 Profis ist auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen, freue ich mich auch schon riesig drauf, ob ich jetzt die Story Let's Play, das weiß ich noch nicht, muss ich halt mal gucken, wie die Story ist, also ich werde auf jeden Fall erstmal auch ein Video davon raushauen, aber wenn die Story mir dann nicht gefällt, werde ich das auch nicht machen, weil ich zwinge mich halt nicht dazu. Und den Multiplayer auf jeden Fall auch, okay? Leute, dann würde ich sagen, dann war es erstmal mit der kleinen Information zu FIFA 18 und Code WW2. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Und wir sehen uns gleich im Rainbow wieder. Hoffentlich bleibt alles so, wie es ist. Und ja, habt einen schönen Tag. Leute, ciao, haut rein und bis dann.